Jetzt erfahren wir die Geschichte der Boxer und der Boxerin. Damit kommen wir zur Herkunft von Bull. Habt ihr schon mal gefragt, wo die verschiedenen Brawler in Brawl Stars eigentlich herkommen? Genau das werden wir uns heute anschauen und reagieren auf 5 verschiedene Brawl Stars Animationen, die sich genau damit beschäftigen, woher die Brawler eigentlich herkommen und wie sie entstanden sind. Alle Originalvideos findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich wie immer im Shop supporten, ganz rechts mit Creator Code JoJonas. Wir legen los mit der Geschichte von Nita. Mal schauen. Und wir sehen Nita jetzt hier schon mal als Kind. Und er muss schon mal Brote wegtragen, aber wird vom Bären hier verjagt. Okay. Also scheinbar war sein Vater böse und er wurde von einem Bären gerettet. Und der Bär merkt, dass sich Nita nicht vor ihm fürchtet. Und er will jetzt mal in der Wildnis leben, wahrscheinlich um seinen Eltern zu entkommen. Ich verstehe es nicht so ganz bisher. Und jetzt sind wir im Wald und die beiden scheinen zusammen zu leben. Und er scheint sich entschlossen zusammen abzuhauen, um mit dem Wald, mit dem Bären in der Natur zu leben. Und die beiden helfen sich jetzt gegenseitig. Also das passt schon. Also irgendwie müssen die beiden ja zusammengefunden haben, ne? Der Bär und Nita. Okay, jetzt schauen die nach irgendwas. Und Nita entdeckt was. Oh, okay, jetzt kommen Jäger. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und Nita schmeißt sich natürlich hin, was? Und wird angegriffen, oder wie? Und ist der Bär richtig sauer? Hä, ist Nita jetzt erschossen worden? Oder getroffen worden, oder nicht? Was? Wie random ist das denn jetzt? Ich dachte, hä? Nita wurde getroffen? Und jetzt wird er zu einem Brawler, oder wie? Nee. Es wird Nacht. Und der Bär trägt Nita nach Hause vielleicht? Oh, sie treffen auf Bo. Ah. Jetzt bin ich mal gespannt, was er machen kann. Der Bär ist ganz traurig. The wind speaks to me. There is no death, only a change of worlds. Let your spirit soar. Und er wendet wahrscheinlich Magie an, denke ich mal. Und Nita wird als Nita wiedergeboren, als Bärenmann praktisch, oder Bärenfrau. There is no end, only new beginnings. Hier ist kein Ende, nur ein neuer Anfang. Und damit verschwindet Bo und Nita wird zum Brawler praktisch, zum Bärenbrawler. Und hat eine spezielle Kraft in sich und kann jetzt den Bären beschwören sogar. Das macht tatsächlich Sinn, ist tatsächlich aber ein bisschen random, wie Nita plötzlich einfach zum Bären in den Wald abgehauen ist. Aber die Story an sich fand ich eigentlich ganz nice. Ja, war interessant. So, damit kommen wir zur Herkunft von Colette. Und wir sehen Colette hier schon mal an der Theke im Brawl Stars Shop wahrscheinlich, ne? Oder in dem Merch Shop halt, ich würde es mal Brawl Stars Shop sagen. Sie ist ziemlich glücklich und wischt ihr den Boden. Als eine mysteriöse Box in ihren Shop geworfen wird. Und sie packt die Box erstmal aus und findet ein Tagebuch drin. Die Bildschirme gehen aus. Okay, das Tagebuch scheint mysteriös zu sein. Sie nimmt einen Stift und klappt das geheime Tagebuch auf. Und was? Kein Signal mehr auf den Bildschirmen. Und sie sieht die Sticker in dem Buch, die sie wahrscheinlich sammeln möchte. Und ist direkt begeistert und verliebt sich scheinbar in das Buch oder fällt direkt, oder liebt das Buch direkt, fällt direkt auf den Zauber rein. Es scheint verzaubert zu sein. Ich weiß nicht, ob ihre Zähne davor auch schon so spitz waren, aber sie ist auf jeden Fall ergriffen vom Buch und will die einzelnen Sticker einsammeln. In dem Fall den Pin vom Boxer. Und taucht in der Dusche auf. Trifft den Boxer und sammelt ihn für ihr Buch ein. Alles klar. Und wir sehen, sie hat den ersten Pin und will jetzt hier weitere Pins einsammeln. Eigentlich ist schon, es war ein bisschen random, wie einfach diese Box reingeworfen wurde. Jetzt ist hier, ist auf TikTok, oder? Oder auf Instagram? Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wie ich das unterscheiden kann. Wir sehen, Ems ist hier live. Und da waren auch Kommentare von Brawlern sogar. Und damit holt sie sich hier
Ihren nächsten Sticker, und zwar Ems. Ist auch interessant, dass so die Sticker entstanden sind. Ist eigentlich eine interessante Erklärung. Und jetzt kommen wir zum nächsten, zum Minenarbeiter Karl, nämlich. Der zusammen mit Dynamike hier arbeitet. Der große Colette, bitte. Und Colette taucht hinter ihnen auf und... Auch sie werden hier ergriffen von Colette und verwandeln sich hier in Pins. Ich habe nicht ganz verstanden, was hinausläuft. Okay, Piper und Rico sind jetzt hier auf einem Date-Chamber, okay. Dann kommt einfach Colette mitten rein. Und sammelt die beiden auch als Pins an. Also ich frage mich, worauf läuft das hinaus? Sammelt immer mehr Pins an, aber... Okay, wir sehen als nächstes Poco natürlich als Musiker, als Sänger. Ah, und Colette ist ein Fan von ihm. Auch sie greift wieder Poco an. Und auch Poco landet als Sticker im Buch. Aber worauf läuft es hinaus? Was passiert noch? Jetzt ist Spike dran. Oder wird sie jetzt nur jeden einzelnen Pin einsammeln? Und was passiert, wenn sie alle Brawler hat? Okay, jetzt trifft sich auf Spike. Und auch Spike ist extrem begeistert. Was? Und wieder landet Spike auch als Pin drin, scheinbar. Okay, und jetzt sind wir beim Star Park. Ah, und jetzt hat sie praktisch die Pins in ihren Shop eingebaut und hat Spike als Plüschi, also ist wirklich der Brawlers Merch Shop. Jetzt erfahren wir endlich die Hintergrundstory, die Hintergrundgeschichte zu Leon, meinem Lieblingsbrawler. Und wir sehen ihn hier schon im Wald stehen, aber er sieht eigentlich schon genau wie Leon aus. Nein, okay, wir machen eine Reise zurück, eine Zeitreise in die Vergangenheit von Leon. Und wir erfahren, was früher passiert ist. Okay, eine Mine. Okay, scheinbar irgendwas mit einer Mine war früher. Es scheint eine dunkle Vergangenheit zu sein, so wie es aussieht. Und der Leon der heutigen Zeit läuft an den Ort der Vergangenheit. Und erinnert sich zurück, als er ein kleines Kind war. Was ist damals passiert? Wir sehen Leon. Aber schon da sieht er ziemlich traurig aus. Wir sehen Juwelen an den Wänden, die er greifen will. In der Mine. Und Tara taucht als Geist auf. Was? Aber Tara hat zwei Augen, nicht eine. Leon Jenkins. Was? Was hat sie gesagt? Sie scheint das Kind anzugreifen. Was? Mit so Ninja-Angriffen, die auch Leon macht. Mit diesen Zackendingern. Und was jetzt? Und das war früher. Und er wurde getroffen von den Angriffen vom Geist von Tara. Und er erinnert sich zurück und läuft weiter. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Ist so random. Er wollte nach den Juwelen greifen, und wurde dann vom Geist praktisch angegriffen. Wahrscheinlich deswegen. Und Leon läuft weiter in die Mine rein. Und greift, wie früher, nach dem Juwel. Und wieder taucht der Geist scheinbar auf. Wir sind jetzt in der heutigen Zeit. Leon Jenkins. Boah, Leon ist älter geworden, ist also gar nichts Schlimmes passiert. Und wieder greift der Geist ihn an. Aber dieses Mal, es war klar, dieses Mal fängt Leon die Angriffe ab. Und der Geist Tara muss jetzt hier einen größeren Angriff rausholen, wahrscheinlich die Ult. Und er trifft Leon, oder sie trifft Leon, mit ihrem Angriff und verschwindet. Und Leon lacht nur. Und taucht in der Dunkelheit wieder auf. Ist das jetzt die Ult? Das ist Tara. Das soll Tara, glaube ich, darstellen. Das ist Tara. Und da scheint irgendeine böse Kreatur auf eine Dunkelheit zu warten. Und er wacht wieder auf. Und da draußen wartet sein Bruder auf ihn. Und gibt einen Lolli. Now you see me. Now you
Und damit hat er die Fähigkeit bekommen, sich unsichtbar zu machen, hä? Weil er von einem Geist angegriffen wurde? Oh, ist das Karl noch in der Mine? Und Karl erwacht zum Leben. Die Story war ein bisschen random, fand ich, aber interessant, dass er von einem Geist angegriffen wurde. Damit kommen wir zur Herkunft von Bull. Und wir sehen Bull im Gefängnis. Wir wissen nicht, wie er dort gelandet ist. Und der Wächter lässt ihn raus. Das steht auch Gefängnis, ja. Und scheinbar kommt Bull nach wahrscheinlich vielen Monaten oder Jahren aus dem Gefängnis frei. Und sein Kollege Crow wartet schon auf ihn mit dem Motorrad. Und leite direkt das Motorrad aus, dass er losfahren kann, okay. Was? Und Crow wird allein gelassen? Okay, das ist ein bisschen asozial direkt gewesen. Und Crow wird hier allein in der Wüste zurückgelassen. Okay, Bull fährt jetzt hier los. Wir wissen noch nicht, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Aber er hat auf jeden Fall eine Frau und... Wie sieht das Kind bitte aus? Und hat auch ein Kind, was zu Hause auf ihn warten. Und jetzt der Flashback zurück in die Vergangenheit. Was ist da passiert? Bull tritt ein. Und das Haus ist inzwischen verfallen. Wir sind jetzt wieder in der heutigen Zeit, soweit ich weiß, ne? Und er schaut auf ein Bild der Vergangenheit. Er hat sogar zwei Kinder. Und das war wieder in der Vergangenheit. Da hat er die Familie verlassen, okay? Und jetzt ist er schon mal sauer oder böse. Und da ist die Nachbarin. Und die sagt ihm jetzt wahrscheinlich, wo sich seine Familie aufhält. Und Bull macht sich auf. Cementary? Oh, auf den Friedhof. Ach so, die ist gestorben. Und seine Kinder? Und Bull ist traurig natürlich. Seine Frau ist gestorben, als er im Gefängnis war. Und sein Haus ist verlassen und verfallen. Aber seine Kinder? Das ist sein Kind, oder wie? Das ist der Schläger von Baby als Tattoo, hä? Als ob die ein Tattoo hatten schon in dem Alter. Was? Das ist ein Kind, ist Baby? Ach so, was denn eigentlich? Da war noch ein Vater. Und schenkt Baby ihren ersten Schläger. Und hat noch ein Gesicht drauf. Oh, okay, jetzt bedroht er den Mann, weil er das Tattoo hat mit dem Dings drauf, mit dem Schläger drauf. Und Bull fährt mit dem Mann in ein Restaurant, wahrscheinlich namens Bulls. Vergangenheit wieder? Und in der Vergangenheit? Was ist das denn? Hat seine Frau irgendwas abgelehnt und hat ihn ins Gefängnis geschickt. Und Leon ist eingebrochen zusammen mit Bull und die wurden erwischt, was? Leon ist jetzt voll böse in der Story. Und Bull kam ins Gefängnis. Und Leon ist freigekommen, oder wie? Bull's in charge! Und er tritt ein und trifft auf seine Tochter. Was? Was war's? Jetzt erfahren wir die Geschichte der Boxer und der Boxerin. Wir sehen, wir landen direkt in einer Entführung und El Rudo Primo, also der Boxer, entführt die Boxerin als Professorin. Aber, da ist der Boxer, der Schüler hier ist. Ist es die Professorin? Ich weiß nicht. Also wir wissen ja, dass sie Pflanzenkunde auch macht. Und wir sehen, sie ist das Kind von Botanikern. Und verkauft hier auch Pflanzen und Blumen. Verkauft Chili auch an Chili-Koch Mike. Und dann kommt eines Tages der böse Kunde El Rudo Primo und verlangt Geld, oder wie? Und haut ab. Und als nächstes kommt Spike und kauft sich erstmal einen Kaktus. Und wieder kommt der Boxer und will Geld, oder wie? Der scheint sich zu bedrohen, denke ich mal. Und will immer mehr Geld. Und lädt die komplette Kasse leer. Und dann wird der Vater sauer und haut ihm einen Schlag ins Gesicht. Und jetzt ist er sauer, logischerweise.
Haha, beaten by a boxing botanist. I'm losing. Und da bekommt er die Boxerin als Entschädigung so einen neuen Rucksack und lernt den Boxer kennen. Aber sie ist noch nicht so alt, sie geht auch auf die Schule. Aber trotzdem ist sie hier begeistert für die Botanik und sieht hier eine Pflanze. Während der Boxer sich überhaupt nicht mit der Pflanze versteht. Und sie kommt zurück nach Hause. Und El Rudo hat den Laden überfallen und entführt die Boxerin. Und ihren Vater scheinbar, also alle, oder wie? Und macht sich auf den Weg. Und der Boxer bleibt allein zurück. Und alle sind entführt. Und jetzt ist eine Erinnerung. Wir sehen, wie die Boxerin auf den Spike-Sack einhaut. Nein, ah, die sind... Okay, die scheint zu trainieren. Nee, nee. Die Boxerin wurde nicht entführt, nur ihre Eltern. Und überall hängen die Fahndungsplakate auf. Und wir sehen, die Boxerin trainiert immer härter, um sich zu rächen. Und wir sehen, die beiden trainieren zusammen, Boxerin und Boxer. Und so ist dazu gekommen, dass die Boxerin immer mehr trainiert hat, um sich zu rächen und ihre Eltern zu befreien. Macht auf jeden Fall Sinn, ich finde die Story bis jetzt ziemlich nice. Wir sehen jetzt hier, wie die beiden fighten und immer kräftiger und besser werden. Und nun ist wahrscheinlich der Tag gekommen, denke ich, oder? Wir sehen, sie sind auf dem Schulweg und... Was ist jetzt los? Sie betreten den Laden. Und da ist der... Der Bösewicht praktisch mit ihrer Mutter. Wie ist das jetzt aufgetaucht? Ich weiß es nicht so ganz, so random. To be continued! So, es geht direkt weiter mit Teil 2. Alter, das war jetzt ein bisschen random gerade. Und wir sind immer noch in der Entführungsszene. Und wir sehen, dass der Boxer ihre Mutter als Schutzschild benutzt schon mal. Also nicht der Boxer, der El Rudo Primo ist der Bösewicht. Und da kommt der Boxer und rettet seine Mutter. Ihre Mutter, meine ich. Und haut den Rudo, den Bösewicht, um. Aber der schlägt zurück. Und verpasst einen Kinnhaken. Und jetzt trainiert der Boxer scheinbar gegen einen extrem guten Kämpfer. Und zwar den El Rey Primo, den kennt ihr vielleicht. Der Champion wahrscheinlich ist. Der Boxer. Die Zeit ist vorbei. Und er lässt ihn aus dem Ring. Und da hat er die Maske von dem Bösewicht. Aber wird abgelenkt. Die Maske ist in der Vitrine. Aber was hat die Maske dort verloren? Die Schule, die Pause ist vorbei, die Maske ist weg. Und wir sehen, dass er jetzt auf seinen Chef einsteigt, weil er jetzt davon ausgeht, dass die Entführung von ihm ausgeht, oder wie? Nein, er ist nur traurig. Und da wird ihm bewusst, dass sein Trainer für die Entführung verantwortlich ist. Oder wie? Ist alles kompliziert. Der Boxer liegt am Boden. Und steht auf und schlägt zurück. Aber was ist denn eine Kampfszene jetzt? Und er setzt ein Gadget an den Meteor. Aber die Pflanze der Boxerin hat nun ihre Fähigkeit entfaltet und sie hat ein Schild, das sie nutzen kann, um alles abzuwehren. Und wir sehen, die Boxerin hat sich damit weiterentwickelt und kann jetzt deutlich besser kämpfen. Und kann den Schaden abwehren vom Bösewicht. Der Bösewicht ist natürlich jetzt extrem überrascht und kriegt jetzt die Schläge der Boxerin zurück. Und wird geschlagen. Oder auch nicht. Nein. Er setzt den Gegenangriff an. Und jetzt kommt der Boxer.
Und beide gehen in den Angriff. Und okay, das war wahrscheinlich die Ult jetzt vom Boxer, die hier reingehauen hat, denke ich mal. Und eine Wüstenlandschaft ist jetzt hier. Showtime. Und die beiden müssen jetzt den Bösewicht vergraben, oder wie? Nee, die vergraben die Maske, ich dachte schon. Ah, und wir haben es geschafft, ihren Boss zu besiegen praktisch, der sich zum Bösewicht entwickelt hat. Und vergraben die Maske, die wahrscheinlich böse Fähigkeiten hatte. Und mitten in der Wüste finden sie auch den Vater wieder. Und so finden sie wieder zusammen. Die Story war sehr random. Also insgesamt, es gab einen Trainer vom Boxer, ne, der so eine böse Maske hatte. Und ja, und dann am Ende haben sie es geschafft, ihn zu besiegen und die Eltern zu befreien. So viel auf jeden Fall zu der Herkunft der Brawler. Waren auf jeden Fall wieder sehr interessante und auch witzige und spannende Stories dabei. Teilweise auch ein bisschen verwirrend. Ich würde sagen, wie immer, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr Bock habt auf solche weitere Brawl Stars Videos und nichts verpassen wollt, gerne auch ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video.